Jo, was geht? Wer meine Schottland-Videos verfolgt hat, der weiß, dass vor ein paar Tagen das letzte rausgekommen ist und die Reise damit abgeschlossen ist. Jetzt stehe ich kurz vor meiner nächsten Reise. Das hier ist das Einführungsvideo quasi für die nächste Reise. Da diese Reise etwas länger ist als die 4 Wochen Schottland, werde ich die Videos nicht im Nachhinein bearbeiten und hochladen, wie beim letzten Mal, sondern während der Reise. So gut das eben möglich ist. Wir haben jetzt Freitag, nächste Woche Montag geht's los. Da fliege ich nach Bangkok in Thailand und treffe da meinen Bruder. Mit dem bleibe ich dann 5 Tage in Thailand, bevor wir dann nach Myanmar fliegen. Da bleiben wir dann 3 bis 3,5 Wochen und reisen dadurch das Land. Dann geht's erstmal zurück wieder nach Thailand, nach Bangkok. Und dann überlegen wir an dem Punkt, ob wir noch zusammen weiterreisen, nochmal nach Laos, Vietnam, Kambodscha, irgendwo die Ecke, oder ob wir uns schon trennen. Wenn das der Fall ist, ist mein nächstes Ziel Australien. Da habe ich vor, dann ein Jahr zu bleiben, sowohl zum Reisen als auch zum Arbeiten. Zwischendurch vielleicht einen kleinen Abstecher nach Neuseeland, da vielleicht einen Monat hin. Und ja, nach Australien geht es dann weiter wieder durch Südostasien, von Land zu Land, da noch ein paar Monate bleiben. Wie gesagt, Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand nochmal, Philippinen, keine Ahnung. Das entscheide ich dann spontan. Und dann auf dem Rückweg vielleicht nochmal nach Indien und Nepal. Da ich sehr unregelmäßig nur Internet haben werde, kann ich die Videos auch entsprechend unregelmäßig nur bearbeiten, bzw. hochladen. Also kann es auch sein, und ich weiß halt auch noch nicht, wie regelmäßig ich filmen werde. Also es ist gut möglich, dass ich zwischendurch 1, 2, 3 Wochen gar nicht filme. Und die halt dann auch unregelmäßig im Internet, erscheinen. Also ändert sich quasi gar nichts. Zusätzlich zu meinem normalen YouTube-Kanal habe ich auch noch einen Blog, wo ich Fotos und kleine Texte ab und zu hochladen werde. Das Ganze findet ihr im Internet unter jdreadblog.blogsport.de. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt auf jeden Fall Kommentare. Ansonsten kommt das nächste Video dann wahrscheinlich aus Asien. Also, bis dann.